Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr reinschaut. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Hallo. Das heute wird nämlich mal ein etwas anderes Video. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit ein paar KommilitonInnen über Heiraten geredet und dass Heiraten irgendwie nicht mehr so modern ist, sondern irgendwie so ein bisschen oldschool wird. Und ich dachte, es wäre spannend, wenn wir beide mal aus unserer Sicht erzählen, warum wir heiraten, ob wir schon immer heiraten wollten. Und genau, machen jetzt heute quasi so eine Art Video-Podcast, maybe könnte man es nennen, ich weiß nicht. Also ja, wir werden heute einfach ein bisschen schnacken und ich hoffe, den einen oder anderen da draußen interessiert das Ganze. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir los. Ja, wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen erst an der Uni mit ein paar Leuten eben über dieses Thema geredet und wir hatten so den Eindruck, dass Heiraten heutzutage stark zurückgeht, nicht mehr so im Trend ist, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich auch einfach stark daran, dass unsere Gesellschaft und auch wie wir Beziehungen führen, einfach anders funktioniert als früher. Also wir haben heute so eine krasse Schnelllebigkeit in allem, was wir tun, eben halt auch in Beziehungen oder wie wir daten, dass einfach so dieses super krasse Long-Term-Commitment nicht mehr so häufig da ist. Also ich meine, wenn man sich Online-Dating mal anschaut, das ist quasi irgendwie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das heißt, die Leute wollen sich überhaupt nicht festlegen, weil sie die ganze Zeit denken, okay, ich könnte ja irgendwie noch eine bessere Person treffen. Oder die Leute wollen vielleicht auch gar nicht Hürden in einer Beziehung überwinden, weil sie denken, okay, ich nehme den bequemeren Weg und suche mir einfach irgendwie eine neue Person. Also jetzt sehr überspitzt dargestellt natürlich, ne? Aber ich glaube, dass einfach diese Schnelllebigkeit ein sehr großer Faktor dabei ist, dass heutzutage nicht mehr so viel geheiratet wird, oder? Ja, würde ich so unterschreiben. Ist absolut so, dass die Verfügbarkeit von menschlichen Interaktionen extrem gestiegen ist. Dadurch die Leute halt sehr schnell irgendwie Zugang haben zu Kontakten, relativ schnell irgendwie daten können, suchen sich A, B, C oder sowas und können dann halt auch relativ schnell filtern aus einem riesen Pool. Die passen zu mir, ich date die. Die Phase der rosaroten Brille kommt, man ist vielleicht irgendwie kurz mal verliebt, man weiß aber vielleicht gar nicht warum. Diese Findungsphase in dieser Phase der rosaroten Brille findet vielleicht unterbewusst schon ein bisschen statt, aber nicht wirklich bewusst. Und wie du gesagt hast, dann ist halt vielleicht auch nicht so ganz diese Bereitschaft dazu da, irgendwie einen ersten Konflikt zu überstehen. Dadurch, dass man aber im Hinterkopf hat, oh, ich habe eine große Verfügbarkeit, weiche ich einfach dem Konflikt aus und nehme die bequemere Option in diesem Falle und suche mir halt einen neuen. Genauso gibt es, glaube ich, auch einen starken Trend dazu, einfach, wenn man das so bezeichnen will, dass es Vogue ist, vielleicht auch ein bisschen Single zu sein, weil viele Freiheiten und man muss sich auch nicht irgendwie binden und ja. Ja, also vielleicht auch an der Stelle nochmal ein Disclaimer. Es gibt kein richtig oder falsch. Also wir verurteilen auch nicht, wie jemand Beziehungen führt oder nicht führt. Es gibt da absolut kein richtig oder falsch. Und heiraten ist jetzt auch nicht the ultimate goal, ne, for everyone. Also das ist was total Individuelles und es geht nicht darum, hier irgendwas schlecht zu reden oder gut zu reden. Also das vielleicht einfach vorweg. Was mir gerade noch eingefallen ist, auch so dieser Kontrast dazu, wie halt früher Beziehungen geführt wurden. Also dieses, dass die Leute halt, keine Ahnung, mit 16, 17 geheiratet haben und dann sind die halt 60 Jahre zusammengeblieben. Und oft wird ja so im gesellschaftlichen Diskurs das so als das High-End
bezeichnet, so ja, die haben wenigstens die Hürden dann noch gemeistert, aber actually glaube ich, dass viele damals auch zusammengeblieben sind, die nicht hätten zusammenbleiben sollen. Also, dass da unglaublich viele Menschen auch unter einer sehr toxischen Beziehung gelitten haben. Und das ist ja auch wiederum das Positive an heute. Also, ich glaube, dass heute Menschen schneller erkennen, wenn eine Beziehung vielleicht ihnen auch nicht gut tut. Also, ne, es hat nicht alles nur Vor- und, also, es hat nicht alles nur gute Seiten oder nur schlechte Seiten. Es ist halt, alles hat irgendwie Vor- und Nachteile, so gefühlt. Ja, würde ich auch sagen. Also, geschweige, also, oder will man gar nicht drüber reden, dass früher Leute quasi verheiratet wurden, ne? Ja, Beziehungsweise, genau. also ohne den eigenen Willen. Und dann wird dir noch gesagt, ach ja, das war aber eigentlich gar nicht so schnell schlecht. Ich wusste ja gar nicht, was ich damals wollte und sowas. Ja, sei mal so dahingestellt, das ist vielleicht ein, oder ist ein mit Sicherheit sehr altmodischer Gedanke. Es soll jeder. Jedes Bienchen sein Blümchen finden oder jede Blume seine andere Blume, wie auch immer. Ja, das Mindset war, also daran merkt man, finde ich, auch total, wie krass anders das Mindset damals im Vergleich zu heute irgendwie war, ne? Ja, und auch irgendwie so die Standards, die gesetzt wurden, und dass das irgendwie dieses Prestige weckt, wir feiern jetzt goldene Hochzeit. Also nicht falsch verstehen, goldene Hochzeit feiern und sowas, das ist ja auch kann man ja auch feiern, also ist ja durchaus eine Feierlichkeit. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen, Es wird halt auf die Goldwaage genau, es gelegt. wird auf die Goldwaage gelegt und wird der Standard dann auf andere approximiert und das wirkt dann manchmal auch ein bisschen verkehrt, weil mein Gott, dann, es kann ja auch sein, dass man 10 Jahre verliebt ist und dann liebt man sich nicht mehr. Und was soll man da machen? 40 Jahre sich hassen und da durchboxen, Ich das ist glaube, ja auch das nicht haben, die Entscheidung. ja, ich glaube, das haben actually viele Leute gemacht. Also, aber ja, so dieses Ideal, ne? Auch allein die Bezeichnung von goldene Hochzeit, das impliziert ja schon irgendwie so viel und vermittelt schon so dieses krasse Ideal. Ja, eure Beziehung ist erst dann gut, wenn ihr mindestens goldene Hochzeit gefeiert habt und so. Also so dieses, ja, halt sehr toxische, jeder Mensch dieser Gesellschaft muss heiraten und sonst ist die Beziehung nicht gut und keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr komisch. Ja, aber erzähl mal, wie war das bei dir? Wolltest du schon immer heiraten? Nee. Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt mal Gedanken gemacht habe, sage ich mal, in der vorpubertären Phase. In der pubertären Phase war das eigentlich nicht so das Riesenthema. Ich war nie der Beziehungsmensch, sage ich mal, in meiner schulischen Bahn. Ich war sehr glücklich eigentlich als Single die meiste Zeit, weil ich halt absolut meine Freiheiten genossen habe. Ich konnte mir eigentlich auch zu der damaligen Zeit nicht vorstellen, dass jemand mit jemandem zusammen sein möchte, der, weiß nicht, 8 Stunden am Tag WoW zockt oder sowas in der Studienzeit. Und ja. Das konnte ich mir auch lange Zeit nicht vorstellen und ich dachte, nicht unbedingt dachte ich, dass ich beziehungsunfähig bin, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich, wie viel ich doch mehr gewinnen kann durch jemanden, der an meiner Seite ist. Also ich hatte nicht diesen Horizont dafür, was doch an Werten und an Benefits, sage ich mal, noch reinkommt, dadurch, dass man irgendwie ja, eine Partnerschaft eingeht oder so. Das war mir nicht bewusst. Und dadurch hat sich dann natürlich das ganze Spektrum eröffnet, was dann, sage ich mal, Gedanken, auch Konstrukte sich gebildet haben, die ich vorher nie wirklich hatte. Also dann kam natürlich irgendwann Heirat. Wobei das ja bei uns, sage ich mal, so ein bisschen den Schleichweg genommen hat. Ja, also bei mir war das ähnlich auch, also und gleichzeitig irgendwie ein bisschen anders. Also ich glaube, ich hatte schon so in meiner Pubertät so diesen super Klischee Girly Dream of the White Wedding. Aber ich glaube, das war halt wirklich sehr
so dieses von der Gesellschaft eingetrichterte, also nicht freier Wille, sondern wirklich einfach, weil es gesellschaftliches Ideal irgendwie war. Und ich hatte dann ja auch die ein oder andere Beziehung, aber vor allem so die letzten Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich mich ja stark so auf dem aromantischen Spektrum verortet. Und da kam Heiraten überhaupt nicht für mich in Frage. Also das war für mich viel zu sehr mit vielen Klischees und Stereotypen belastet und ich habe das halt überhaupt nicht gefühlt. Und auch als wir uns kennengelernt haben, wir haben anfangs darüber geredet, dass romantische Beziehungen ja voll Kacke sind und wer braucht denn sowas? Und also wir sind irgendwie mit einer ganz anderen Erwartungshaltung irgendwie erst einmal an unser Kennenlernen rangegangen, aber dann hat sich das alles halt sehr schnell, aber sehr natürlich entwickelt. Also wir wurden halt beide irgendwie total überrascht davon, wie sich unsere Beziehung entwickelt hat. Und es war aber alles so total natürlich, nicht forciert. Es war so irgendwie homogen, keine Ahnung. Es war so ganz selbstverständlich irgendwie. So, es kam halt von allein. Also wirklich so dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt halt actually doch mehr als, keine Ahnung, was, als was wir uns davor gelabelt hätten. So. Aber uns war beiden dann sehr schnell klar, okay, das ist schon mehr. Und dieses Gefühl, diese Idee, dieses Bedürfnis dann irgendwie so, okay, heiraten, dieser Gedanke, das kam echt von ganz allein. Und das ist halt irgendwie das Schöne, weil wenn man mich vor, keine Ahnung, 10 Jahren gefragt hätte, heiraten, dann hätte ich das wahrscheinlich aus einem gesellschaftlichen Druck heraus gesagt. Aber wenn man mich jetzt heute fragt und ich hier heute vor der Kamera sitze und sage, warum, dann kann ich zu 100% sagen, dass kommt von mir ganz alleine und es ist nichts, was mir irgendwer eingetrichtert hat, sondern es ist von mir ganz allein ein Gefühl, was sich irgendwie sehr natürlich angebahnt hat, entwickelt hat und genau, irgendwann, ja, war es dann da. Ja. Genau. Was würdest du sagen, warum willst du mich heiraten? Weil du das nicht bist. Also dieses Warum innerlich, wenn ich, habe ich mir diese Frage, warum, schon mal gestellt und die einfachste Antwort ist darum, weil es sich einfach richtig anfühlt und ich so ein unglaublich großes Bedürfnis habe. Okay, Moment. Also, wir reden ja jetzt dass wir quasi dann eine Ehe schließen und so. Und ich assoziiere halt damit dann irgendwo auch dann den Anfang einer Familie zu gründen, weil man kann jetzt ganz einfach sagen, man gründet einen Stammbaum und beziehungsweise man kriegt, glaube ich, einen Stammbaum vom Standesamt oder so, irgendwie sowas. Und dieses Bewusstwerden, dass man eine Familie gründet mit einer Person und sowas, das im Rahmen einer Ehe oder sowas, das finde ich, ist so ein, ich weiß nicht, so ein Paket, was ich dann finde, was schwer zu beschreiben, aber das fühlt sich einfach richtig an und das ist so das Ding, was ich vor allem auch mit Heiraten assoziiere, halt Familiengründung. Da gibt es natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, auf diese ganz stumpf-rechtliche Linie gucken möchte, sollten wir mal Kinder bekommen, ist es für mich als potenziellen Vater natürlich ein großer Vorteil, wenn nicht sogar, sage ich mal, ein Riesenfaktor, dadurch, dass ich dann nicht nur biologischer Vater wäre, sondern halt auch rechtlicher Vater der Kinder. Und ja, Also vielleicht noch als Info vorweg, bevor das jemand falsch versteht, wenn man nicht verheiratet ist und ein Kind kriegt, ist der Vater erstmal per se nicht rechtlicher Vater. Das heißt, er darf nicht im Falle eines Notfalls zum Beispiel entscheiden, was mit dem Kind passiert. Aber, um das einmal zu klären, man kann dann auch halt Vaterschaftserklärungen und Sorgerechtserklärungen und all sowas, aber
im Vorfeld halt irgendwie unterschreiben und mit dem Jugendamt alles ausbaldowern. Und dann ist man auch rechtlicher Vater, ohne dass man verheiratet ist. Aber es bedarf halt deutlich mehr Bürokratie, als wenn man einfach verheiratet ist. Ja, bei mir ist das, also ich meine, das spielt für mich natürlich jetzt nicht die größte Rolle, aber für mich ist es halt wirklich auch dieses Familie gründen, dieses auch namentlich, symbolisch mit dem Ring, mit dem gleichen Nachnamen irgendwie halt einfach eine Familie zu gründen. Also unabhängig jetzt davon, ob man Kinder kriegt oder nicht, ich finde, eine Familie gründet man halt schon, indem man heiratet, in meinem Verständnis. Und ich finde, das hebt die Beziehung irgendwie einfach nochmal auf ein ganz anderes Level. Ohne, wie gesagt, ohne jetzt sagen zu müssen, das ist the ultimate goal und das muss jeder machen, sondern für mich persönlich ist das halt einfach so. Und das hätte ich halt früher nie gesagt, aber jetzt fühlt es sich halt so an und jetzt fühlt es sich halt auch einfach richtig an, das zu machen. Und für mich ist es auch irgendwie durch meine Biografie schön, einen neuen Namen anzunehmen, weil ich mit meinem jetzigen Namen auch einfach sehr viel Negatives verbinde, weil ich ja auch einfach keine gute Beziehung zu meinem Vater habe und damit auch sehr viel irgendwie Schlechtes, Negatives konnotiere. Und von daher mit einem neuen Namen ist das irgendwie auch nochmal ein sehr schöner und für mich auch irgendwo wichtiger Abschluss mit viel Negativem. Was jetzt natürlich kein Ausschluss, also das war jetzt nicht der Faktor, warum ich Felix einen Heiratsantrag gemacht habe. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, aber das ist mir jetzt so im Prozess, irgendwie jetzt, wo die Hochzeit näher rückt, ist mir das auch einfach nochmal bewusst geworden, dass das einfach auch nochmal ein schöner Neuanfang irgendwie auch dahingehend wird. Ja, aber das sind für mich auch so die Gründe, so dieses, keine Ahnung, es ist irgendwie dann nochmal so Beziehung auf der Metaebene, so ein eigenes Familienkonstrukt gründen und symbolisch mit dem Ring, mit dem gemeinsamen Namen, das irgendwie so zu rahmen, sage ich mal, das finde ich irgendwie, es fühlt sich halt einfach richtig an jetzt. Also mit dir. Das hätte ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren nicht so gesehen. Aber es gibt halt einfach so ein Sprichwort, das sagt so, when you know, you know. Und sorry, auch wenn das super kitschig ist irgendwo, aber das. Gut, gut, Ja, es ist halt wirklich so. Wenn man es weiß, dann weiß man es halt einfach. Ja, aber genau, das sind so unsere Beweggründe, warum wir heiraten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt, weil wir sind jetzt 1,5 Monate vor der Hochzeit. Also wir haben jetzt Ende Juni. Und wir freuen uns echt mit jedem Tag mehr auf diesen Tag. Aber ich glaube, wirklich realisieren, dass wir heiraten, werden wir wahrscheinlich erst, wenn wir im Standesamt sitzen und dann unterschreiben. ja, und ich glaube, realisieren, dass wir verheiratet sind, das wird noch ein bisschen dann Nachhall haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, aber wir freuen uns riesig. Also wirklich, wir reden echt jeden Tag darüber. So, ja, nur noch 1,5 Monate, dann sind wir verheiratet. Aber wir sind echt richtig hyped einfach. Wir freuen uns total auf diesen Tag. Und genau, dann sind wir married. Ja, genau, das so von uns. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema denkt, ob ihr findet, dass heiraten total outdated ist, ob ihr auch irgendwann mal heiraten wollt. Und würde mich auf jeden Fall interessieren, wie so eure Meinung einfach dazu ist. Und lasst mir auch gerne Feedback da, wie ihr das Format findet. Findet ihr es cool, wenn wir irgendwie so über Themen hier zu zweit reden? Interessiert euch das? Also genau, lasst gerne einfach den ein oder anderen Kommentar da, denn nur mit Feedback kann ich arbeiten. Also ja, würde ich mich total freuen. Ja, werden jetzt auf jeden Fall weiter hyped sein, weiter noch die letzten 1,5 Monate planen, denn es ist noch ein bisschen was zu tun. Und wenn ihr gerne noch ein bisschen mehr Hochzeitscontent haben wollt, dann lasst mich das auch gerne wissen, denn ich hätte auf jeden Fall die ein oder andere Videoidee, aber ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Also sagt mir gerne Bescheid. Und genau, damit sind wir am Ende. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst, denn es kommt jede Woche ein neues Video.
Und genau, abschließend noch ein paar Worte von dir. Möge die Macht mit euch sein. Okay, wisst ihr Bescheid. Also, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.